Manchmal bietet es sich an, die Farbe der Dokumentseiten anzupassen. Hierzu klicke zuerst auf das Register Entwurf. Klicke hier in der Gruppe Seitenhintergrund auf Seitenfarbe. In dem sich öffnenden Dropdown-Menü werden dir bereits einige Farben angezeigt. Um eine eigene Farbe einzustellen, musst du zuerst auf Weitere Farben klicken. Dadurch öffnet sich ein Dialogfenster. Unter Standard werden hier viele weitere Farben aufgelistet. Im Register Benutzer definiert kannst du auch einen eigenen Farbton festlegen. Alternativ kannst du hier auch direkt den RGB-Wert deiner gewünschten Farbe eingeben. Mit einem Klick auf OK schließt sich das Dialogfenster und die Seitenfarbe wird angepasst. Um die Seitenfarbe wieder zu entfernen, klicke im Dropdown-Menü Seitenfarbe einfach auf Keine Farbe.